ganz kurzes Signal geben. Es gibt noch eine weitere Zwischenfrageanmeldung von Herrn Stützler. Auch hier gilt die Bitte von gestern für Nachfragen am besten auf dem eigenen Platz, dann ist das mit der Zuordnung immer leichter. Bitte, Sie haben das Wort. Präsidentin, Herr Kollege, sind Sie nicht mit mir der Meinung, dass es wenigstens angemessen wäre, auch einen Vertreter der richtigen Opposition hier im Haus mit in den Rundfunkrat zu wählen, nachdem Sie sich, ich glaube, 4 Vertreter gönnen als Partei und dann noch mal 4 Versteckte, den Herrn Bentele, den Herrn Kelek, den Herrn Kowalski, den Herrn Meyer-Lauber, die Sie über irgendwelche Verbände in den Rundfunkrat gelost haben. Glauben Sie nicht, dass der AfD nicht mindestens einen Platz zusteht, damit wenigstens einer den WDR auch mal kritisiert im Rundfunkrat? Herr Richter, Sie schreiben hier was auf und fordern, dass es möglichst keine Parteienvertreter im Rundfunkrat geben soll. Und Sie schicken 4 Personen, Sie schicken 4 Personen in Aufsichtsgremien, Sie haben 4 Plätze zur Verfügung und nehmen 4 Abgeordnete. Bei einem haben Sie sogar einen Fehler gemacht, weil Sie nicht gleichzeitig in den Rundfunkrat und die Medienkommission entsenden dürfen. Ich habe gerade gesehen, das wollen Sie am Freitag noch korrigieren, da haben Sie die Gesetze nicht richtig gelesen. Das sagt auch einiges über Ihre Medienkompetenz und über die Kompetenz gerade in diesem Bereich hier aus. Aber das, was Sie da sagen, und das, was Sie da behaupten, wenn es doch so wäre, dann hätten Sie doch die Chance gehabt, hier Vertreter von außen, die Piraten hatten es so gemacht, in einem Verfahren, dass sich Leute bewerben konnten, hätten Sie in den Rundfunkrat entsenden können. Und noch eine Information. In der letzten Periode, in der Sie zum Glück noch nicht in diesem Parlament vertreten waren, haben wir die Anzahl der Parteienvertreter und der politischen Vertreter drastisch reduziert. Wir haben 60 Vertreter mit Gruppen, mit Verbänden, mit Kirchen, mit Gewerkschaften, mit Arbeitgeberverbänden, die dort vertreten sind und die gesamte Gesellschaft repräsentieren. Und 13 davon werden durchs Parlament entsandt und maximal 9 davon sind Parlamentarier. Und Zu diesen Parlamentariern zählen Mitglieder dieser AfD-Fraktion. Das, was Sie hier abziehen, ist an Unehrlichkeit nicht zu überbieten. Vielen Dank.